Servus liebe Wandern, Outdoor- und Buschkraftfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch die Gore-Tex Jacke und Hose vorstellen, die ich schon öfters dabei hatte und mir immer ein guter und treuer Begleiter war. Bleibt dran! Bestehen tut dieses Set hier aus einer Jacke und der Hose. Ich knie jetzt hier im Moos und das macht überhaupt nichts, das ist klatschnass, also richtig nass, aber die Gore-Tex, die hält das ausgezeichnet ab. Ich kann mich jetzt hier ganz bequem auf den nassen Boden setzen. Natürlich ist es kalt drunter, aber jetzt mal im Notfall. Beziehungsweise wenn man irgendwie Holz sammelt oder Feuer macht, kann man da schön abknien. Und ich nehme dies sehr, sehr gerne auch als Schmutzhose einfach her. Eine tolle Sache. Ich möchte mal kurz mit der Hose anfangen. Die hat hier einen Reißverschluss, einen ziemlich langen, dass man ganz bequem da reingreifen kann. Einen festen Druckknopf aus Metall und dann diese Gummibändchen zum Anpassen hier an dem Bund, damit die Hose auch wirklich gut sitzt. Links und rechts befinden sich Durchgriffsschlaufen oder Taschen, dass man in seine eigene Hosentasche reinkommt, weil es ja nur eine Überzugshose ist, sind also keine vollwertigen Hosentaschen. Beiden Seiten, wie gesagt, verbunden mit Klettverschluss oder beziehungsweise geschlossen, kommt man sehr einfach rein. So, die Hosenbeine haben unten im unteren Beinbereich ist ein langer Reißverschluss, sodass man ganz einfach in die Hose reinschlüpfen kann und die Schuhe nicht extra ausziehen muss. Sehr großzügig und leichtgängiger Reißverschluss. Geschlossen wird das dann mit dem Klettverschluss. Das klappt dann über, sodass es eben wasserfest bleibt, nichts reinkommt. Ganz unten ist nochmal ein Bündchen, da ist ein Gummizug drin und man kann das mit dem Klettverschluss nochmal fixieren. Kommen wir ganz kurz zu der Jacke. Der Reißverschluss, das ist sehr auffällig, ist wie bei Frauen auf der anderen Seite. Man muss sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, aber wenn man das getan hat, geht es sehr leichtgängig, das Ganze. Auch hier wieder mit Klettverschluss zum Schließen des Reißverschlusssystems, damit da eben kein Wasser durchgeht. Hinten im Kragen ist eine Kapuze verarbeitet. So kommt man schnell dran. Ich hoffe, das geht mit dem Mikro. Und ja, es besteht natürlich hier auch aus zwei Gummibändeln, kein Problem, kann man dann fixieren. Die ist relativ großzügig aus dem Grund, weil ja eigentlich ein Helm drunter sein sollte. Aber manche oder ich mit meinem Zeugs, wo ich auf dem Kopf habe, da mit meiner Mütze und Stirnlampe, bin da ganz zufrieden, dass mir das nicht immer so, ja, dass das nicht ganz so eng ist, dass diese Kapuze. Genau. An der Seite befinden sich kleine Gummibänder zum Festzurren. Dass es dann auch richtig dicht ist, das Ganze. Und hier befinden sich nochmal große Reißverschlüsse. Das ist, dass man reingreifen kann in seine Taschen von der Jacke. Und ich benutze die auch ganz gerne als Entlüftung. Wenn es dann doch zu warm wird, hat man wenigstens ein bisschen Luft dort noch. An den Armen unten ist nochmal ein kleiner Gummizug drin. Und natürlich auch ein Klettverschluss, dass das richtig dicht ist hier, das Ganze. Ja, ich habe diese Kombination schon relativ lang und ich bin sehr zufrieden damit. Ich empfehle ja nichts einfach so, deswegen probiere ich es auch tatsächlich aus, wenn ich rausgehe, wenn ich übernachten gehe oder sonstiges. Ich bin durch Brombeersträucher gelatscht, damit mit Dornen. Ich bin durch Gestrüpp gelaufen, am Boden gesessen, im Nassen. Ich habe im Regen gesessen und gegessen. War also kein Problem, es war sehr angenehm. Und man ist dann immer wieder glücklich darüber, dass man dann eben so einen Schutz hat. Ja, jetzt duscht schon ordentlich. Gut, Hose und Jacke ist nicht gerade günstig, das stimmt. Aber hin und wieder kann man auch mal was investieren für bessere Sachen, wenn man bei anderen Sachen wieder spart. So gleicht sich das irgendwo aus. Und das Tolle ist bei der Sache, wenn man sich mal was geleistet hat, dann freut man sich auch tierisch, wenn es dann richtig gut ist. Und das ist bei mir der Fall. Ich bin einfach immer super glücklich mit der Kombination. Versuche immer den Poncho zu Hause zu lassen. Okay, das Packmaß ist natürlich ein bisschen größer. Ich nehme da immer einen wasserdichten Packsack und komprimiere das so klein, wie es möglich ist. Unten in der Infobox findet ihr einmal die Details zu der Jacke und auch den Link, wo ich das gekauft habe. Besser als ein Poncho, man hat die Bewegungsfreiheit und das war mir ziemlich was wert. Ein Poncho versuche ich immer zu Hause zu lassen, ist natürlich aber auch kein Vergleich zum 20 Euro Miltec Poncho. Oder dieser Kombination, die einfach mehr kostet. Ja, das war es eigentlich so. Ich kann, wenn man Interesse hat an sowas und auch mal ein bisschen was investieren möchte, diese Kombination sehr empfehlen. Ich hoffe, das Review hat euch gefallen
und wir sehen uns bis bald. Ciao.